Guten Morgen, Servus, Grüzi und Hallo. Heute ist der Samstag, der 19. Januar 2019 und wir haben es 10.52 Uhr. Eigentlich Zeit, frühstücken zu gehen. So, die Nachtarbeiter wie ich haben quasi das Licht der Welt gerade erst wieder erblickt. Man ist noch ein bisschen gerädert. Und was kommt uns da Besseres in Sinn? City for Two. Wir gehen mal frühstücken auf Rabattmarke. So, in Fokus gefallen ist uns dieses Restaurant. Café Roselius, Eiscafé. Max-Säume-Straße 17a. Jetzt gucken wir uns die Spielregeln an. Zwischen Samstag, Sonntag, Feiertag, 10 bis 19 Uhr. Zweimal für eins großes Frühstück. Sie bestellen zweimal das große Frühstück. Bin ich ja gespannt, was das heißt, das große Frühstück. Ihrer Wahl, und das günstige oder preisgleiche ist kostenlos. Wir haben noch nicht angerufen, vielleicht rufen wir gleich an. Aber wir schauen erstmal, wir machen uns mal eben in Bewegung und rollen quasi. Los geht's! Yeah! Und Schnitt. Ja, wir probieren da mal im Café Roselius anzurufen. Café Roselius heißt das Ding, ne? Ja. So, gefühlte Ewigkeit. Keine Zeit. Also das ist jetzt so eine Erfahrung, die wir schon bei den letzten Restaurants auch gemacht haben. Telefonisches Anrufen, reservieren, die wollen alle nur noch online. Das ist echt kalter Kaffee. Schade. Ja, wir kommen ohne Anmeldung. Übrigens mal für alle... ich sitze im Auto, ich habe angehalten, weil ich ja telefoniere. So wie sich das gehört. Yeah. Ja, also wir gehen jetzt dahin, ohne anzurufen. Klappt nicht. Schade. So, willkommen im wunderschönen Block Dick. Nun ja. Hier wären wir wahrscheinlich nur von alleine gar nicht essen gegangen. Aber wir gucken uns das mal alles an. Übrigens, hier sehe ich auch wieder was total Spannendes, was ich mal erzählen muss. Und wo ihr alle schön aufpassen müsst. Das ist eigentlich, wird jetzt immer häufiger. Das sind diese Dinger. Sehr wichtig. So, wir haben es gefunden. Gucken wir mal. So sieht das Ding aus. Ja, bin ja gespannt, ob wir mit Hund rein dürfen. Gucken wir mal. Eine Liebe. Da hängt das Herzchen dran, ne? Ja. Drei. So. Also die Karte sieht ja schon mal gut aus. Gucken wir mal. So, Loring, Kulinarik pur hier. Was haben wir denn hier? Das große Frühstück. Es gestaltet sich hier alles nicht ganz so einfach, ja, aber alles fein. So, großes Frühstück, bestehend für 6 Euro. Zwei Brötchen, einmal eine Scheibe Toastbrot, drei Sorten Wurst, zweimal Käse, eingekochtes Ei, Konfitüre, Kaffee und ein Glas O-Saft für 6 Euro.
Das haben wir beide bestellt. Und jetzt noch einmal Rührei für 4 Euro mit Schinken und einem Brötchen Tomate und frischer Gurke extra. So, zweiter Versuch, gestaltet sich alles nicht so ganz einfach. Wir haben ja gerade einen bewährten Fan dabei. So, wie sieht das, wie findest du den Laden hier? Also der erste Eindruck ist natürlich sehr rustikal. Ja. Die Stühle und Kindertische stehen im Weg, die Außenbestuhlung steht hier mitten im Restaurant, der Heizpilz steht da. Wir kriegen schon wieder Besuch. Und, so, dritter Versuch. Wir haben, ich sage hier, motiviert hier gerade jemand zum Streicheln und ich komme ja gar nicht dazu, in die Kamera zu sprechen. Jetzt kommt die Streichlerin schon wieder. So. Jetzt gucken wir mal. Ja, der Laden sieht ein bisschen rustikal aus, ne? Eisdiele halt. Das ist halt eine Eisdiele, aber es ist nicht mal eine Eisdiele. Es ist so ein. Ja, guck mal, also. Das ist so ein bisschen wirklich. Bruno! Achso, Bruno! Wir müssen das tun. Wir denken nur am Fressen. Aber komm auf sowas. Ja, also wir sind jetzt ja nur hier, weil das Gutscheinheft uns hierher geführt hat. Sonst würde ich. Oh, ich muss den Halspilz da hinten nochmal unbedingt aufnehmen. Dass hier die Stühle und alles mitten im Gang stehen. Schon. So, jetzt sind wir echt gespannt. Da muss gleich richtig ein gutes Frühstück kommen. So, wir haben wieder versucht. Jetzt wollte ich eigentlich mal zum Buffet gehen, aber das kann ich nicht machen, weil jetzt die freundliche Mitarbeiterin, mit der die Kommunikation funktioniert hat. Das steht auch, kann ich jetzt nicht aufnehmen, aber eigentlich so den Heizpilz und die Stühle. Bin ja gespannt, wie auch gleich wieder mein Lieblingstestbereich die Toiletten aussehen. Aber wir sind ja tolerant und warten einfach mal auf, was da kommt. So, Zeitfenster können wir auch mal gucken, wie lange sitzen wir jetzt schon hier. Ja, mal ist es eine Minute nach. So alt ist vom Preis her, geht es denn? Ja, kannst du nichts zu sagen, gucken wir mal. Es ist ja, wenn ich schon zwei Brötchen will. Was ist denn der Unterschied zwischen dem mittleren Frühstück, zwei Brötchen, eine Scheibe Salami, drei Scheiben Wurst, ja. Ja, das ist jetzt auch, das ist, wir reden hier nicht von Michelin-Sternen. Und wir reden hier auch nicht von Walter Kochmützen oder sowas. Nee, eher von. Ja, das ist schon. Ja, auch die Karte, die sieht schon so abgeranzt aus und schmuddelig. Das geht nicht. Ja, ich meine, die Gefahr, wenn man an solchen Aktionen teilnimmt, wie bei City for Two, ist natürlich, dass es tatsächlich zündet und es kommen Leute, die man aus Fremden Freunde machen. Also wenn die Karte schon so aussieht, dann möchte ich gar nicht wissen, wie es in der Küche aussieht. Aber warten wir mal. So, jetzt mache ich mal eine Rundreise. Kann ja was werden. My level. Ja, Mensch, da weiß ich doch gleich schon wieder. Abstellkammer hier. Ja, das ist Abstellkammer. Ja, City for Two, da erlebst du was, du. Guck mal, schau. Guck uns zusammen an.
So. Sieht nicht gut aus. Das sieht auch nicht gut aus. Übrigens, Lifehack. Wie wird ein Ei serviert? Mit der Spitze nach oben oder mit der Spitze nach unten? Lifehack, Frage. Nach oben oder nach unten? Tschüss, Olli. Ich erklär's. Ein Frühstücksei wird mit der Spitze nach unten serviert. Warum? Tschüss. Tschüss. Und guten Appetit. Dankeschön. So, zweiter Versuch. Unser Hundefan ist gegangen. Jetzt Frage, warum wird das Ei mit der Spitze nach unten eigentlich serviert? Gastronomisch ganz einfach zu erklären, denn in einem Grundgedeck, angenommen der Gast würde nur ein Frühstücksei bestellen, dann würde man traditionell einen Plastiklöffel dazu geben. Genau genommen eigentlich einen Perlmuttenlöffel oder Plastiklöffel. So, und wie will man denn ein Ei öffnen ohne... Ja, Knigge hat es, ich glaube, mittlerweile ist es erlaubt, aber eigentlich soll man ein Ei ja nicht aufschlagen, macht jeder zu Hause. Aber in einem Ei ist auf der Unterseite eine Luftblase. Genau, hier drunter. Und wenn wir jetzt da einmal drauf, haben wir die Möglichkeit, einmal klopfen und über die Luftblase können wir das Ei aufpellen. Und schon, das ist der Grund, warum ein Frühstücksei gastronomisch mit der Spitze nach unten eigentlich serviert wird. So, was haben wir hier zu sagen zum Frühstück? Ja, das ist okay, ne? Kannst du nicht anders sagen. Die Eier sehen knackig aus, die Kännchen-Kaffee sind anderthalbfach gefüllt. Gucken wir mal, was wollen wir mehr? Wir wollen ja auch nur frühstücken. Beim Bäcker hätte es nicht anders ausgesehen. Also insofern ist da jetzt erstmal auch nicht das Haar in der Suppe zu suchen, obwohl das nicht unbedingt jetzt der Platz wäre, wo ich jetzt... Ja, wir sind hier halt wegen dem CD42-Heft. Und nicht, weil wir eine heiße Empfehlung bekommen haben, dass das nun das In-Restaurant ist. Aber vielleicht wird es das ja nach meinem Bericht. Man weiß es nicht. So, wir frühstücken jetzt erstmal. So, wir stellen gerade fest, wir haben ein Brötchen zu wenig und das Toastbrot ist auch nicht gekommen. Naja, kommt der vielleicht gleich noch. Mit dem Rührei, da müsste auch noch ein Brötchen mitkommen. Ja, dann werden es 5 Brötchen. Ja. So, oh, jetzt habe ich was. Das Frühstücksei ist gekommen. Natürlich ohne Brötchen. Jetzt gucken wir mal, macht euch selber ein Bild davon. Ich lasse das mal unkommentiert. Nicht, dass Jörg wieder sagt, ich bin zu wohlwollend in dem, was ich sage. Viele Grüße, hallo Jörg. Ja. Kaffee ist auch nicht so meins. Aber es ist wenigstens Filterkaffee. Aber danach brauche ich erstmal wieder Galama, um wieder runterzukommen. Der ist so stark, dass meine Nerven sich ein bisschen beruhigen. Nee, damit ich dem Hund was fressen kann. So ein Pappteller. Oder so ein Eis. Nein, nicht für trinken, weil ich habe das Ei. Das kann so ein Eisbecher sein. Das ist einfach nur, ich will das Ei da reinmachen, damit der Hund nicht vom Teller ist. So, Fazit. Café Roselius. Was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Komm, wir gehen mal in das Einkaufszentrum. Wir sind hier quasi am Einkaufszentrum Block Diek. Hinter mir das sagenumwogene Café Roselius.
Nun ja, ich will ja nicht das Haar in der Suppe suchen. So, hier ist das Einkaufszentrum Block Dick. Jetzt kann man da vielleicht ein bisschen besser erkennen, wo wir sind. Ja, es ist nicht... Also wenn man an so einer Aktion mit teilnimmt, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass Kunden kommen. Und dann muss man auch damit rechnen, dass Kunden das bewerten, wie auch immer. Also, wenn ich jetzt unterwegs wäre und ich hätte geschäftlichen Termin und würde jetzt eben schnell einen Kaffee trinken und ich habe noch einen Kollegen dabei und sage, komm, ich habe mein Gutscheinheft und ich lade dich mal eben aufs zweite Frühstück ein, kann man das durchaus tun. Da jetzt hinfahren wegen so einem Frühstück, weder. Und auch die anderen Angebote, die da sind, ein Kaffee bzw. eine Waffel dort zu essen, zwei Waffeln zum Preis von einer, dafür muss ich da nicht hinfahren. Also insofern, ich will das Haar nicht in der Suppe suchen, aber das war auch schon wieder grenzwertig, wirklich. Also das hat eigentlich in der Liga der Gastronomie, das hat mit Gastronomie nichts zu tun. Nicht umsonst ist Gastronomie auch ein Lehrberuf und nicht eine Sache, die jeder mal eben machen kann. Wer nichts wird, wird, wird und wem das will nicht gelingen, der macht dann in Versicherungen. Das ist so ein alter Spruch und auch hier habe ich das Gefühl, Mann, das ganze Ding, ja, also macht euch selber einen Eindruck. Ich will das jetzt nicht negativ runtermachen. Ich mache diesen Blog und dieses Projekt auch nicht, um alles Schlechte der Welt zu zeigen oder zu zeigen, wie schlecht was ist. Eigentlich will ich gute Leistungen entdecken. Aber im Angebot, was es in gastronomisch im Moment so hier in Bremen geboten wird, ist es schon schwierig, gute Angebote zu finden. So, das war es erstmal von mir. Das war unser Frühstückstest. Und ja. Aber ich habe ja gesagt, ich habe jetzt ein Marathon-Testwochenende vor mir. 5 Tage, mindestens 5, 6 Tests. Alles klar, es geht weiter. Und ich wünsche euch ein tolles Wochenende, denn das Ding geht heute noch hoch. Das ist, könnt ihr nachher noch erleben, damit ihr wisst, wo ihr morgen vielleicht frühstücken geht oder auch nicht. Bis dann, tschüss.